Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro. Und heute haben wir dieses wunderschöne Haus vor uns. Wer hat mich denn da gesehen? Halt, stopp, pausiert das Let's Play. Oh, kleine Info hier, Zero aus der Bearbeitung. Ich muss euch leider sagen, dass aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht welche Gründen, aber OBS hat in dieser Folge leider kein Ingame-Sound aufgenommen. Ich habe jetzt hier in der Bearbeitung gesessen und den Sound so ein bisschen irgendwo wieder hergestellt, so semi-okay. Und ich wollte euch nur kurz informieren, nicht, dass ihr denkt, Zero, was ist denn hier los, wieso kriege ich nur ab und zu Sound? Es ist tatsächlich so, ich will nicht sagen gewollt, aber es ging nicht anders. Viel Spaß! Durch die Wand hindurch, ist klar, Junge. Und heute sind wir halt hier. Gestern haben wir Miss Marple besiegt. Und heute reden wir mit jemand Neuen, der unsere Krankheit abbekommt. Hey, ich bin ansteckend, wie geht's? Oh, der Sohn des Uhus. Ich hatte eine schreckliche Vision. Es strömte heraus. Mehr und mehr. Es wollte nicht mehr aufhören. Nicht aufhören. Der junge Herr befindet sich tief im Wohnhaus. Mein Sohn, Inosk wollte ihn retten, also sollte er in Ordnung sein. Aber das kann man nie wissen. Der junge Herr könnte dich brauchen, abtrünniger Shinobi. Geh zu ihm, ja? Okay, also ich vermute mal, wir werden es hier gleich mit Geistern zu tun haben oder irgendwas ähnlichem. Guck mal, da kann man rausgehen. Hä? Das ist doch offensichtlich eine Tür. Wo soll denn da hier die Tür sein? Hat man mich gesehen? Von wer? Also du! Treff mich doch, treff mich doch! Oh Gott, diese Statue gefällt mir nicht. Da ist noch jemand, mit dem ich reden kann. Hi. Ihr... Der junge Herr ist... Ich würde da lieber... nicht hineingehen. Schreckliche Illusionsmagie. Nur Knallsamen können sie bezwingen. Nehmt das. Es ist nicht viel. Aber mehr habe ich nicht. Knallsamen. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen, um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren. Muss man den Schöpfer der Illusion besiegen, Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Ein Knallsamen. Das ist nicht viel. Okay, jetzt kommen wir zu einem Part, den ich nicht mag. Ich hasse so Illusionen und so Kram. Katamani beiseite schieben. Oh, das sieht leicht aus. Komm mit mir, Dude. Das wollte ich nicht. Komm mit mir. Wenn ich das hier kaputt mache, kommst du dann mit mir? Hm. Oh je, yeah. Oh je. Yeah. Okay, Freunde, das Projekt ist beendet. Ich will da nicht rein. Versteckter Tempelschlüssel benutzt. Oh Gott, das erinnert mich an Neo. Oh, schlechte Erinnerung. Vater? Mutter? Die Schmetterlinge. Sie sind fort. Alle sind fort. Kurosama. Illusionstechnik. Ach. Es ist lange her. Sohn des Uhus. Schmetterling. Geht jetzt. Wer ist... Tut, was nötig ist. Ja.
Ich habe doch gerade erst den Dicken besiegt. Okay, ich werde sie erstmal leeren und dann den Samen erst einsetzen, wahrscheinlich. Nun gut, Sohn des Uhus. Sollen wir tanzen? Der erste Boss. Der erste richtige Boss. Ah, und der Rest war einfach nur so Geplänkel. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweichkonterangriff ideal. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Ui! Aber die hat auch nur einen Lebenspunkt. Nice Geschichte. Oh. Wow. Ich kann auch so Geräusche machen. Hui. So, kriegst ein bisschen aufs Maul, Freundchen. Dame, Mädel. Hast gedacht, wa? Hast du gedacht? Hier kriegst du die Keule. Zack. Scheiße. Oh Gott. Aber die ist nicht so schwer, Na komm. Ich habe einen Fehler gemacht, ich gebe es zu. Lass mich doch erstmal meine Kürbisflasche auswählen. Ach du Scheiße. Ja, hast du Spaß an der Wand? Nette Moves. Reicht leider nicht aus. Ah! Okay, doch. Reicht aus. Okay. Oh, Mist. Okay, aber der Kampf ist nicht so schwer. Das kriegen wir hin. So, wir werden einmal ganz, ganz kurz Fähigkeiten erwerben und gucken, was wir machen können. Eigentlich nichts. Wir können treibender Schnitt. Es wird uns hier nicht viel bringen. Dann gehe ich lieber hierauf. Präsenz zu unterdrücken. Was haben wir jetzt hier noch? Gewährt die latente Fähigkeit Schnobiblick, der den Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Mikiri-Konter erhöht. Na ja, gut, Dinge, die wir nicht brauchen. Ja, komm. Okay, Omi, lerne mich deine Tricks. Ja, Mist. Aber es war schon nicht schlecht. Shit. Oh, das war so gut. Schnell, steh auf. Mist. Lass mich kurz was trinken. Ich hab gesagt, lass mich kurz was trinken. Mist. Oh, Mist, ich wollte das schon vorher abblocken. Oh Gott. Na komm her. Komm her, Omi. Omi! Ha ha ha!
Beeindruckend, Junge. Das war klar. Ja, ich habe dieses Scheißding auf sie raufgeworfen. In diesem Fall verliere dich in meinen Illusionen. Ich habe keine mehr. Shit. Da bin ich wieder. Was zum... Was war das denn? Ach, shit. Okay, das ist gemein. Nein. Nein, ich wollte gerade hochspringen. Oh, Mann. Sie spielt so fair. Okay. Nein, oh, so knapp, so knapp. Oh. Oh. Scheiße, nein. Oh. Komm. Alter, ist die unfair. Ich hab die doch so lieb. Na, dann hätte ich springen müssen. Natürlich nicht. Da war meine Haltung weg. Fuck. Scheiße. Nein. Nicht jetzt nicht sterben, Zero. Ich sagte nicht sterben! Mann, diese scheiß Omi, ey. Warum muss die so schwer sein? Ich kenne sie schon auswendig, dieser Move, ja, bla bla, landet sie hier, zack. Hau ich ihr ein paar rein. Aber die Frau ist unmöglich, ich sag's euch, die ist unmöglich. Wie kann man denn nur so scheiße sein? Ich versteh's einfach nicht. Die ist einfach. Ich krieg ja jetzt momentan die erste Phase easy hin, wie ihr seht, also. Es ist ein Witz, was die hier macht. Aber die zweite Phase, da dreht die einfach so unglaublich durch. Ich schaff das nicht. Vor allem, ich klappe am Anfang auf sie ein. Und dann denkt sie sich, ich zauber jetzt ein paar kleine Wichtel her. Weißt du, dann muss ich mich um die Wichtel kümmern und bis dahin erholt sie sich wieder. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne an. Und dann verliere ich immer mehr Leben, bis ich irgendwann umkippe. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll, ey. Die Olle, ey. Kann die nicht einfach sterben? Macht echt keinen Spaß gegen die. Aber ich hab's jetzt schon 10.000 Mal versucht. Und jetzt kriegen wir sie gleich das erste Mal. Oh, das tut immer so gut. Ah. Ah. So. Erste Obi tot. Zweite Obi hockt da oben und freut sich einen Keks. Ja, komm mal runter. Und wisst ihr was, Obi?
Ich mache die jetzt fertig und dafür brauche ich aber die richtige Musik. Muss irgendwie jetzt schaffen, die Musik einzuschalten und gleichzeitig Omi zu bekämpfen. Ja, ist gut, Omi. So, jetzt kriegst du aber aufs Maul. Jetzt kriegst du aufs Maul. Komm her. Ich lasse dir überhaupt gar keine Chance, irgendwie deine komischen Kobolde zu rufen. Denn ich mache dich einfach jetzt so fertig. Hälfte habe ich dich schon. Was willst du machen, hä? Willst du mir Socken stricken, hm? Vergiftete Socken mit Nadeln. Mit Nadeln kennst du dich ja gut aus. Wenn ich nicht töte. Oh, okay. Alles klar, wir haben sie fast. Oh, wenn sie ihre Wichtel nicht rufen. Nein! Nicht Wichtel rufen. Komm runter da! Ich hasse deine Wichtel. Ich hasse deine Wichtel. Komm, stirb doch einfach. Nein. Jetzt nicht übertreiben, nicht übertreiben. Einfach weggehen. Ah. Ich hoffe, der Balken hält ein bisschen länger. Ich habe sie jetzt bis zum roten Bereich gekriegt. Das kann nur gut werden, So, wo ist sie? Oh, da hinten. Alles klar. Versteck mich mal ganz kurz. Und jetzt kriegst du aufs Maul. Komm her. Ultra Instinkt. Ja. Oh, okay. Nein. So war das nicht gemeint. Ultra Instinkt. Ich mach dich fertig, Homie. Komm her. Na toll, jetzt hängt die da oben. Wehe, du holst jetzt noch ein einziges Mal deine Wichtel, ne? Dann dreh ich aber durch. Muss dich jetzt schaffen. Ich hab noch ein Leben. Ist wieder alles gut? Komm schon. Ich mach dich so fertig, ey. Ich kill dich! Ja. Oh. Kein Problem, zweites Leben. Ich komm wieder. Komm her, jetzt. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Komm her. Ich mach dich kaputt, du kleines Oma-Vieh. Oh, ja. Final Smash. Stärker geworden. Ja. Erinnerung, Schmetterling. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der Phantomschmetterling war eine erfahrene Illusionistin und ich gehe jetzt mal kurz. Ich muss eine Frau küssen. So, Freundin war in der Dusche, habe ich die Katze geküsst. Das ist dasselbe. Sakura-Tropfen. Ein hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann, erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben des Drachenerbes abgelegt werden. Achso, kommen wir schneller dazu, noch eine zweite Wiederauferstehung zu haben. Alter, die Olle. Hat die mich aufgeregt. Das heißt, verdient. Aber. Jetzt zur Hölle. Das hier Bogenheini oder was? Du hast tapfer für mich gekämpft. Ich darf diese Treue nicht verlieren. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Naja, Bloodsharing, habe ich schon mal von gehört. Soll uns sterblich machen. Meine Fresse, ich bin durch. Ich bin so durch. Das tut gut.
nach der ganzen Aktion. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich einfach mal die Folge. Ich habe ja lang genug jetzt aufgenommen. Und ja, dann sehen wir uns. Ich werde jetzt erstmal mein Material hier schneiden müssen. Haut rein. Ciao.